Bei mir zu Gast heute ist Frau Schunk von dem Unternehmen Luz e Forma. Frau Schunk, zuerst einmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier ein bisschen Rede und Antwort zu stehen zu Ihrem Unternehmen. Sie haben ja auch vor kurzem erst gegründet. Möchten Sie vielleicht ganz kurz erzählen, wer Sie sind und um was es bei Ihrem Unternehmen geht? Genau, mein Name ist ja schon bekannt. Mein Name ist Schunk aus Kitzingen. Ich habe ein Lichtstudio und biete von Lichtplanung über Designleuchten aus aller Welt bis LED, Relamping heißt es, alles an. Seit wann gibt es Ihr Unternehmen? Jetzt offiziell seit August, aber die Planung ist schon natürlich länger, seit einem Jahr. Okay, das heißt also, Sie haben frisch gegründet. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich war ja ein kleines bisschen involviert. Sie haben eine UG und KKG gegründet. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, es geht um Lichtplanung und Sie verkaufen auch Leuchten. Jetzt ist das ja etwas, es gibt viele Geschäfte. Was ist das Besondere an Ihrem Geschäft, wenn es um Leuchten und um Lichtplanung geht? Ja, das Besondere ist bei mir, dass ich mich eigentlich nicht so stark auf Hersteller einschränke. Ich beziehe eigentlich aus allen Ländern, also auch aus Finnland. Es gibt sehr, sehr schöne finnische Designhersteller, die ich hier, die sehr, sehr unbekannt sind und viele endlich ihre Traumleuchte oder Designleuchte finden, weil sie sie eigentlich nicht so oft sehen. Unser Markt ist oft auch mit Designleuchten schon immer sehr einseitig, sage ich mal, durch Marketing, durch Werbung eingeschränkt und ich kenne mich in dem Markt halt so gut aus, dass ich auch sage, da gibt es so viel extravagante, schöne Leuchten, die man auch beziehen kann. Das heißt also bei Ihnen wirklich spezielle Leuchten, die man nicht unbedingt an jeder Ecke kaufen kann? Genau, so ist es. Also ich habe viele Touristen auch in Kitzingen, zum Teil auch Berliner, die reinkamen und gesagt haben, Wahnsinn, sowas hatten wir noch nicht mal in Berlin, schön, dass man hier sowas hat. Aber ja, das will ich auch kommunizieren. Das finde ich sehr beeindruckend. Jetzt haben Sie ja, weil man kann natürlich abstrakt über solche Leuchten schön reden, aber Sie haben uns ja eine Leuchte extra mitgebracht. Vielleicht vorweg, von wem kommt diese Leuchte? Wer ist der Hersteller? Also der Hersteller ist ein brasilianischer Hersteller, das ist Lumini. Es ist auch, das ist auch sehr speziell, die gewinnen immer alle Designpreise, auch im europäischen wie im USA im Markt, greifen alles ab und sind noch, sage ich mal, relativ unbekannt in Deutschland. Kann ich jetzt bestätigen? Ich kannte sie vorher nicht. Wollen Sie uns diese Leuchte mal zeigen? Ich glaube, Sie haben die ja auch mitgebracht. Genau. Das ist die. Damit wurde eigentlich Lumini gegründet. Die heißt SSS. Das ist eigentlich eine ganz einfache Tischleuchte, hat aber den Vorteil, wie man hier sieht, einen Blendschutz. Das sind so Kleinigkeiten. Und SSS heißt sie deswegen, weil es soll an einer Schlange oder eine Kobra erinnern. Und sie ist auch in dem Sinn auch verstellbar. Ist aus den 70er Jahren, haben zwei brasilianische Designer entwickelt, haben es in Paris gezeigt. In Brasilien hat Lumini die immer weiter produziert. In Europa hat es Artemide. Artemide hat es aber irgendwann nach Jahren eingestellt, dieses Design. Und ich habe sie noch hier bei mir. Und insbesondere das hier, können Sie das nochmal zeigen? Das finde ich wirklich faszinierend. Können Sie mal loslassen? Das ist natürlich schon cool. Also das heißt im Prinzip, hier kann ich verschieben und dann ändert sich, das ist natürlich schon eine sehr coole Sache. Und wie gesagt, von einem brasilianischen Unternehmen, gebe ich zu, hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Ja, was gibt es sonst noch für Hersteller, die Sie bei sich dann in Ihrem, Sie haben auch einen Laden, nicht in Kitzingen, genau. Glaube ich, haben Sie das Ladengeschäft. Ja. Was sind noch so spezielle, vielleicht unbekannte Hersteller, die Sie benennen können? Ja, also es gibt einen Finnen, den ich sehr gut leiden kann und weil er auch Lichttherapieleuchten in Designform anbietet. Der heißt InnoLux, der
verbindet alle Designer Finnlands in seiner Kollektion. Und es sind auch sehr klassische Leuchten aus den 60er, 70er, 80er Jahren, die zum Teil im MoMA in New York stehen, aber hier völlig unbekannt sind. Und das Zweite ist eben auch diese Lichttherapie, das ist ein zweiter Teil von denen. Es gibt ja normal immer diese Solarium-hässlichen Teile und die sind darauf spezialisiert, die bieten die auch an, aber sie bieten auch von Eero Aanio, das ist auch ein bekannter Möbeldesigner, in Designform, das heißt, und sind dimmbar. Das heißt, morgens kann man sie als Lichttherapieleuchte nehmen und kann sich dann zurückdimmen, so dass es eigentlich gar nicht auffällt, dass es eine Lichttherapieleuchte ist. Faszinierend. Ich gebe zu, ich hätte nicht gedacht, dass Leuchten so spannend sein können. Ich wusste auch nicht einmal, dass es einen brasilianischen Hersteller gibt, der Preise ohne Ende abräumt. Frau Schunk, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen natürlich ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was Sie weiter mit Ihrem Unternehmen anstellen und freue mich darauf, vielleicht Sie in einem Jahr wiederzusehen und dann reden wir darüber, was sich in dem Jahr getan hat. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe auch zu danken.